Während der Trance reisen sie, wie alle Schamanen, über die Erde oder zur Geistwelt, die oft als Tod fliegen, schwimmen oder sogar ertrinken ausgedrückt wird. Kein Zufall, dass diese degenerierten Schamanen die letzte Mitteilung des großen Geistes, die sie abschließend hätte aufschrecken müssen, in ihrer Erstarrung immer wieder repetieren. Aber sie verstehen sie nicht mehr, weil sie viel zu lange vom Weg der Tugend abgewichen sind. Wie deutlicher und eindringlicher kann man mitteilen, dass es hinuntergeht? Chaoten! Was du auch tust, es soll nicht räuberisch sein wie die Raubvögel, sonst bleibst du unten. Es soll erheben. Oder doch zumindest das Falsche wegräumen, das Verdreckte reinigen, dem Verführerischen nicht nachgeben, das Unvermeidliche minimieren und denke daran, du musst nicht unbedingt etwas tun. Was du Geistiges erhältst, kann auch einfach dazu dienen, dich zu stärken und dich emporzuheben. Auch wenn du das gerade nicht wahrnimmst, dieser merkwürdige kleine Kopf ohne die hauptsächlichen Sensorien des Sehens, des Riechens und des Schmeckens. Du wirst angehoben und du erhältst durch mein Wirken genügend in den Bauch, also diese formelle Auffälligkeit dieser Hand aus dem Kosmos hier und dass man da etwas doch in den Bauch erhält, ist die existenzielle Not, die überwinden werden muss, die ist ganz tief abgespeichert, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen und das hindert uns aber daran, wirklich in die tiefe innere Versenkung zu gelangen, wo dann auch die Informationen aus dem Kosmos herfließen. Deshalb ist es notwendig, dass man sich eben verbündet, um sicher zu sein, um die Sicherheit in der Gemeinschaft zu erhalten, sich mit dem Stamm zu verbinden und schon ist man eben geschützt. Das wird auf der Innenplatte eh dargestellt, dazu gibt es dann auch die Videos 271, 288 und 289.